dann müssen Sie in der Regel nochmal zum Notar. Ja? Also beim Notar waren Sie irgendwo dazwischen und dann muss diese Grundschuld bestellt werden. Das heißt, das ist praktisch die Absicherung für die Bank, dass die ihr Geld irgendwann auch wiederkriegen. Ja? Sie kaufen ein Haus, da ist ein Grundstück dabei und dann wird in der Regel eine Das ist Grundschuld, eben die Sicherheit, dass die Bank weiß, okay, oder alle anderen auch wissen, da das Grundstück ist belastet. Ja? So, früher war das so, das wurde in dem Kaufvertrag, gab es Vollmachten. Ja, wo die Notariatsangestellten das für sie erledigen konnten und durften. Es gibt auch noch einige Notariate, speziell in Hamburg, die das immer noch so machen. Das dürfen die aber eigentlich nicht mehr. Aber sie machen es trotzdem, weil denen das, glaube ich, zu viel Arbeit ist oder sie da keine Lust drauf haben oder wie auch immer. Aber rein von den Notarkammern ist es so vorgesehen, dass sie mit diesem Formular, das sind in der Regel 3, 4 Seiten, da steht nochmal genau drin, was die Bank für Ansprüche hat und. Und dann müssen Sie nochmal zum Notar gehen und das nochmal unterschreiben. Und der liest Ihnen dann alles nochmal vor. Und das ist fast noch mehr Fachchinesisch als das, was im Kaufvertrag drinsteht. Ja? So. Und dann wird diese Grundschuld eingetragen im Grundbuch. Ja? Jede Stadt hat ein Grundbuchamt oder jede größere oder Landkreis. Ja? Und dort werden Sie dann auch irgendwann als Eigentümer eingetragen. Vielleicht noch ganz kurz zur Grundschuld. Das haben die meisten Kunden früher gar nicht mitbekommen, weil das, wie gesagt, durch Notariatsangestellte in Vollmacht gemacht wurde. Da steht in diesen Grundschuldbestellungsunterlagen steht meistens etwas von einem Zins von 16, 18 oder sogar 20%. Ja, da fallen die meisten Kunden dann erstmal tot um und sagen, oh, aber ich habe doch zu 5% abgeschlossen. Wieso soll ich denn jetzt 16, 18 oder 20% zahlen? Das ist nur ein, ja, praktisch ein theoretischer Zinssatz für den Fall, dass Sie Ihre Raten nicht zahlen sollten, die Bank dann ins Zwangsversteigerungsverfahren geht, dann dürfen die praktisch von dem ersten Tag an diese 16, 18 oder 20% berechnen. Ja, weil, sagen wir, dieses ganze Zwangsversteigerungsverfahren ein tierischer Aufwand ist. Ja, da muss ein Gutachter bestellt werden und. Und das ist also von der Verwaltung her wahnsinnig teuer. Und um sich dieses Geld eben zu sichern, wird eben diese Grundschuld mit 16, 18, 20% eingetragen.